Und willkommen zum brandneuen Display auf meinem Kanal. Es ist vielleicht ein bisschen creepy, aber ich spiele tatsächlich ein Nicoladon-Card. Und das wird das Spiel sein, Baby. Viel Spaß auf jeden Fall. Wird bestimmt interessant sein. So. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt. Wird toll mit einem neuen, richtig geilen Kartspiel. Nämlich mit Nickelodeon Kart Racers für die Nintendo Switch. Ja, ich habe mir das irgendwie auf Mundzettel geschrieben bekommen. Also ich hätte mir das einfach gewünscht und ich fand das extrem gut, meiner Meinung nach. Ich habe auch gerade ohne euch noch gezockt. Es hat mir furchtbar Spaß gemacht. Und jetzt habe ich Bock mit euch ein neues, richtiges Autorennspiel zu spielen, nämlich Nicoladenhohen Kart. Wer ist das? In einer Sprungspockform, kann man sagen. Joa. Ja, viel Spaß. Gibt es, glaube ich, auch für andere Konsolen. Ich weiß es nicht genau. Ich will jetzt nicht hier was falsch sagen, aber egal. Starten durch und ich habe es einfach gestern einfach verpackt bekommen haben. Ich habe es einfach gestern bekommen, geschenkt bekommen, wie auch immer, bekommen von einer Geschenkbox habe ich es einmal bekommen, so. Und ich habe natürlich auch meine Eltern und auch alle meine Freunde habe ich selber auch Geschenke geschenkt. Ist ja auch traurig, wenn immer Leute nur mir was schenken und ich schenke die nicht, das geht ja nicht. Ja, deswegen habe ich dir auch was geschenkt. Aber gut, wir fangen an. Es gibt ganz viele Sachen, die das Spiel so klären. Ist so ein bisschen wie Mario Kart 8 angelehnt oder auch andere Mario Kart Titel. Ja, so ein bisschen wie Sonic Racing, kann man sagen, so ein bisschen. Und ich finde die Grafik auch extrem gut, meiner Meinung nach. Man kann sogar Multiplayer spielen hier, es gibt sogar hier einen Shop. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall alleine. Es gibt hier Grand Prix, freies Rennen und Zeitangriff. Heute möchte ich mal in der Aufwärmrunde erstmal freies Rennen spielen. Und ab der nächsten Folge werden wir dann richtig, richtig den Grand Prix fertig machen. Ich glaube, wir machen jetzt ein Rennen und dann machen wir halb Grand Prix, kann man sagen. Ein halb Grand Prix. Okay, Anfänger, Kinderspiel, anspruchsvoll würde ich sagen. Ja, man kann auch Strecken hier wählen, wie ihr seht. Und das zeige ich euch eigentlich gleich. Ich spiele einfach mit den Drachen, der ist süß. Den Drachen spielen wir, den süßen Drachen. Der ist, glaube ich, ganz süß, das denke ich schon. So, man kann auch hier so Cursor wählen. Hallo? Viel Spaß, ne? Ich glaube, das wird ein ganzes Let's Play. Ein ganzes Let's Play, das mit ganz Spaß versorgt wird. Das kann ich euch, glaube ich, auch wirklich garantieren, dass es so ist. Ja, echt bis jetzt schon so perfekt gewesen. Der Spaß hatte schon so viel Spaß. Und jetzt, ja, kommt einfach einer der neuen Let's Plays auf meinen Kanal. Ja, man sieht einfach, wie toll es einfach gemacht wurde. Und ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der das Let's Play jetzt, glaube ich, eine Folge hochgeladen, aber sonst kenne ich keinen Mensch, der es jetzt. Ja, Let's Play hat. Deswegen habe ich mir gedacht, habe ich hier zwei Sachen im einen. Erstens, ja, ich habe es in einer Tüte gehabt. Also ich habe halt in einer Tüte geschenkt bekommen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich kann es ja auch gleich mal wieder so zwischendurch mal was zeigen vom Spiel. Und das ist halt der erste Part. Da habe ich mir gedacht, komm, wir machen mal einen neuen Part von irgendeinem neuen Let's Play und ja. Ganze drei Spiele werde ich heute oder morgen noch für euch neue Let's Play. Also es kommen neue Let's Plays dazu. Das Spiel hier und auch andere Let's Plays. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall wünsche ich euch. Und das ist halt so toll gemacht, ne? Finde ich auch. Total toll gemacht hier. Dass man hier so richtig alles perfekt gemacht hat. Ist wie ein Kinderzimmer, finde ich. Sehr schön gemacht, wirklich. Sieht schon sehr interessant aus bis jetzt. Und wir schauen mal, wie die Strecken sind. Also bis jetzt gefallen die mir extrem gut, meiner Meinung nach.
Auf A ist man übrigens langsamer, also da kann man bremsen. Und es gibt auch so eine Slime-Liste und die bedeutet, wenn man jetzt auf L drückt oder ja doch, nee, auf X. Wenn man auf X drückt, dann ist man nämlich schneller. Dann ist es wie gesagt Turbo. Und natürlich gibt es auch die Items wie auch im Mario Kart 8 oder auch in anderen Mario Kart Games. Ja, die Items sind auch wieder dabei, aber nicht die gleichen, das sind andere Items, aber die gefallen mir auch recht gut. Wie ist einmal eine Seifenblase. Ich weiß auch gar nicht, was es jetzt für eine Wirkung haben, die Items, weil ich das Spiel jetzt erst so 2 Stunden ungefähr gespielt vielleicht und ja, ich weiß noch nicht so viel davon. Man muss, glaube ich, das erstmal ein bisschen kennenlernen, was die Items haben und was die Items ja uns gönnen. Aber das versteht man, glaube ich, auch doch. Ja, ich würde mich echt immer freuen auf den neuen Part. Ich freue mich auch jetzt immer drauf. Weil jetzt wäre das Spiel schon so gut, ne? Extrem gut, meiner Meinung nach. Und jetzt habe ich euch endlich mal ein Video davon gezeigt. Oh Gott, bin ich froh. Ja, klingt interessant bis jetzt auch hier. Ich möchte nicht jedermann Sache, aber sowas ist für mich auf jeden Fall sehr schön. Sowas kann ich auf jeden Fall immer spielen. Das macht mir auch schon Spaß. Weil es einfach so schön gemacht ist, die Grafik so toll und die Streckenverlaufsache ist auch so toll. Ja, so ein bisschen kinderlich Freude, so ein bisschen Kinderfreude finde ich extrem schön. Was macht die denn da? Warum fliege ich so komisch da rüber? Was soll das denn? Aber okay, wie du meinst. Wie du meinst, Baby, wie du meinst. Einmal schauen, ob wir hier noch den ersten Platz bekommen. Ich glaube, ich nehme mal meine Feuerflamme und die. Hier als einzige Waffe, die weiß ich, was man damit machen kann. X drücken und dann glaube ich B, oder? B, genau. Auf B drücken und Scheiße. Das sind die Qualquappen, das ist der Unterschied von der Pupa im Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 7 und auch Mario Kart 6 gab. 6 glaube ich gab es auch schon den Pupa. Aber die Flamme, die kenne ich auch. Und die macht einfach alles kaputt hier, wie man merkt. Genau. Können allen den langsamen Schritt vorbeischreiten, kann man sagen. Ich bin auf dem ersten Platz, das ist gut. Bin auf den richtig geilen ersten Platz gerade, sehr schön. Brüll, ja, ich brüll, alles gut. Und schneller. Wenn man nämlich die grüne Leiste voll, wenn die jetzt leer ist, dann kann man nicht mal so schnell davon rasen. Und nicht so schnell mehr rasen. Weil nur wenn die grüne Leiste voll ist oder ja ein bisschen noch voll ist, wenn da eine grüne Zeile auch drauf ist, dann kann man noch rasen. Aber wenn die halt leer ist und weil da nichts mehr grünes sichtbar ist, dann kann man auch nicht mehr Turbo rasen. Oder auch davon gasen, wie auch immer. Aber finde ich extrem schön, meiner Meinung nach. Okay, nächstes Rennen. So weiter geht's, let's go, genau. Alles gut, Anfänger. Was gibt es Sachen denn eigentlich hier? Normal, Experte, ich mach mal normal. Aber ich kann euch ja auch gleich erstmal zeigen, wie viele Strecken es gibt. Also, let's go, genau. Ich zeig euch alle Strecken, die es in diesem Spiel gibt. Es gibt schon echt ganz schön. Okay, wir fangen an hier. Hier gibt es einmal ein Hillwood Valley, die immerwache Stadt, Schulschlamassel, Hillwood Lichterglanz. Spielzeugladen, Sonderangebot, Geburtstagsgala, Bikini Bottom Boggy, Reise durch die Mission X, Kaufrausch, Handschuh-Universum, ja, genau, wie in Smash Bros. Abgeguckt, voll egal. Stadt-Rundumfahrt, Handschuh-Lichterfest, Kanal-Krawall, Einstieg in Dimension X, Party ohne Einladung, Einladung, PS 118 Party, Kanalsurfer, Bikini Bottom Bötchentour, was ist das für ein pervers,
Perverse Namensache hier, ey. Können die mal normal sprechen? Ist kein kinderfreundliches Spiel, oder? Egal, Baby You. Hollywood Glibber. Gratsche. Glibber Gratsche. Glibber Sitzung. Glibber Party. Toha Wabuhu in der Spielzeugabteilung. Jung. Zum Brecher, ich weiß. Flucht aus dem Mission X. Und die letzte Strecke Kleberfaust. Und das ist halt wie eine Zufallsstrecke und da kann man halt nicht selber aussuchen, was man für eine Strecke haben möchte. Aber da hat man halt den Zufall angewiesen. Ja. Man kann wohl keine neuen Strecken mehr freischalten. Ich weiß nicht, kann sein, weil hier unten noch eine Zahl frei ist, kann sein, aber kann auch nicht sein. Ich weiß davon jetzt nichts. Und das werden wir aber auch im Grand Prix herausfinden, ob das so ist, dass wir noch ein paar Strecken freischalten können. Ich glaube eher nicht, aber wir schauen mal, ob das so sein wird. Doch, ernsthaft? Oder? Ja, oder? Ich weiß nicht. Kann sein, dass wir noch ein paar Strecken freischalten können, kann aber auch nicht sein. 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ja. Und hier sind noch ein paar andere Strecken, oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ja, kann sein, dass es so ist. Einstieg Pokal, ja, ich würde sagen, Einstieg Pokal, fangen wir an mal. Mit zwei Strecken und dann machen wir den Rest später. Und wir fahren mit Leo. Das ist, glaube ich, ein bekannter Nickelodeon-Charakter, den kenne ich auch. Habe die Folge nicht so doll geguckt, aber ich glaube, es ist interessant, mal mit ihm zu fahren, oder? Wir schauen mal. Where we you, genau. Ja. Das wird, glaube ich, extrem und exotisch-fruchtig. Weil ich glaube, das Spiel. Es wird schon lustig sein, ich merke schon, ich habe schon Spaß an diesem Spiel und ja. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Ich finde es extrem lustig. Ah, ich bin so glücklich, weil wir jetzt so viel Spaß haben hier. Mit neuen Spielen, ah. Und das sieht auch schon interessant aus hier. Ja. Okay, jetzt glaube ich genau, ne? Weiter geht's. Sorry, den Cut nach, sorry. Wollte ich gleich machen. So. Oh Gott, ich kann gar nichts sehen, weil die Qualkraben uns alles hier vermiesen wollen, habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, die sind halt der Ersatz von dem Pupa aus Marker 8, Marker 7 und ich glaube auch Marker 6 oder der andere Teil davor. Gab's auch schon Pupa, oder? Ja. Der ist halt der Ersatz davon. Finde ich cool gemacht, eine Karl-Quabbe. Passt auch zu Spongebob, aber ich dachte eigentlich, ob das Spiel Spongebob-Kart halt, aber ich glaube, es heißt so Nickelodeon-Kart, oder? Naja, egal. Ich werde schon was im Titel schreiben, das richtig ist. Ich gucke gleich nochmal nach und dann haben wir es ja schon. Ich merke mit dem Namen, glaube ich, auch gar nicht vom Spiel, das tut mir leid, aber. Ist, glaube ich, so. Und hier können wir nämlich Kleber wieder erhalten. Wenn wir durch diese Kleberpfütze reinfahren, dann haben wir wie gesagt wieder Energie und die füllt sich dann auch auf dieser Liste da. Genau, wenn man jetzt da reinfällt, wieder kommen da mehr Kleber Energie wieder hinein, genau. Ja, und das ist auch eine coole Strecke, meiner Meinung nach. Ist so ein bisschen wie in der City angelegt. Finde ich schon sehr schön, wirklich. Jetzt habe ich aber genug. Ja, ich weiß. Ja, mein Schutzschild, Baby. Ja, ich weiß. Wir haben ein Schutzschild bei Baby, genau. Mach die Mucke mal ein bisschen laut, dass wir auch alles verstehen hier, Baby. Müssen wir auch verstehen, finde ich, genau. Zack, zack, Baby, you. Wow, das ist ein Ninja, oder? Ja, das ist geil. Zack, zack. Das ist voll geil. Das ist, glaube ich, die Spezialattacke, oder? Ist das so oder ist das nicht so? Ich glaube schon, oder? Das gab es nämlich noch nie. Krass, Baby, you.
Was das denn? Achter Platz, okay. Wow. Ja, finde ich toll. Und man sieht hier, auf welchem Platz ich bin, auf dem achten Platz. Ist ja okay, eigentlich. Weiter Pokal verlassen. Komm, wir machen mal weiter. Ist doch nicht schlimm. Zack, zack, zack. So, also let's go, weiter geht's. Die immer wache Stadt. Wow. Das klingt ja auch gut. Also let's go, genau. Juhu. Ja. Geil Scheiß. Ja, also ich merke schon, es gibt viel Abwechslung in diesen Spielen. Das ist einfach sehr schön, Baby U. Ja. Ich liebe auch diese Musik. Die Musik ist sehr schön und ja, es wird einfach. Es wird einfach so ein bisschen wie Racing sein, wie Sonic Racing. Habe ich leider noch nicht Let's Play. Wollte eigentlich Let's Play, aber ich bin dann noch nicht zugekommen. Mache ich dann nächstes Jahr, keine Sorge. So, zack. Haut ab, Mann, ihr dummen Viecher. Ja, das war gut. Jetzt lade ich wieder meine Station auf, dass ich wieder ein bisschen mehr schneller bin. Hier, genau. Jetzt schon Runde 2 dran. Ist auch cool gemacht, genau. Ah, das ist auch voll gemein. Wie diese Tic-Tac-Uhr-Strecke da. Wow, da oben ist auch voll cool. Ich finde einfach diese detailreiche Sache hier, diesen Spiel ist so total gemacht, so total geil gemacht. Es gibt auch eine Pizza, ne? Krasser, krasser Scheiß. Die wollen uns also alle bestechen wegen der Pizza. Okay, ja, ja, ich weiß. Aber das soll aber nicht so sein, aber in Ordnung, wie du meinst. Ja. Und ich glaube auch, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ja. Also ich bin echt gehypt auf die ganzen weiteren Strecken. Das macht mir scheiße Spaß und ja, guckt euch mal die Abwechslung an hier. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Sachen einzubauen. Das haben sie auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Ich glaube, wir sind irgendwo in einem Werk, in einem Werkraum oder auch irgendwo, wo es regnet so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das sich nennt, aber wir müssen irgendwo sein, wo es eine Werkstatt gibt. Ja, kann man sagen. In so einer Laborwerkstatt, kann man sagen. Ist auch voll cool gemacht, finde ich. Wir sind draußen, dann sind wir auch gleich drin. Voll cool. Und das sind übrigens die Dinger hier, die kann man auch abschmeißen. Das sind so Baseball, nee, Baseball nicht, oder? Ich glaube, die heißen Wappy. Wappy. Ja, ist ein cooles Spiel, das habe ich auch gerne gespielt, früher mal. Ja, das war cool eigentlich. Aber man muss halt das auch ein bisschen kennenlernen, ist ja nicht schlimm. Oh, wir sind ein Schiff. Das war voll geil gerade. Habe ich das gemacht? Naja, ich weiß auch nicht warum. Ja, Leute, ich möchte nicht das Video auf 20 Minuten strecken, deswegen sage ich einfach bis zum nächsten Mal, Leute. Hat mir ultra Spaß gemacht und könnt auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ich möchte es nicht strecken, also bis zum nächsten Mal, Leute. Ich liebe euch und es geht beim nächsten Mal weiter mit diesem Part oder auch anderen neuen Let's Plays für euch. Ja, wir schauen. Ciao. Ciao.